Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung des siebten Ziels aus den 17 Zielen der UN. Da so ein Ziel natürlich eine komplexe Struktur aufweist, die den Rahmen des Videos sprengen würde, haben wir für euch einen Leitfaden erstellt, der euch durch das Ziel führt und die wichtigsten Dinge zusammenfasst. Viel Spaß! Worum geht es im Ziel 7 überhaupt? Fast 3 Milliarden Menschen weltweit sind noch immer auf umweltschädliche Energiequellen angewiesen, was erhebliche Gesundheitsrisiken birgt. Zusätzlich leben 759 Millionen Menschen ohne jeglichen Zugang zu Strom, vor allem in Afrika. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist nicht nur wichtig für den Umweltschutz, sondern rettet auch Leben und verbessert die Lebensqualität. Bis 2030 sollen alle Haushalte Zugang zu Strom haben. Durch den verstärkten Einsatz von nachhaltigen Energiequellen können wir eine grünere und gerechtere Zukunft schaffen. Was uns das angeht und was jeder Einzelne dafür tun kann, erfahren Sie in diesem Video. Schauen wir uns die Energieversorgung in Deutschland an. Derzeit werden noch mehr als 25% der Energie von Kohle gewonnen, aber nur noch 1,4% werden von Kernkraft bezogen. Schon beeindruckende 52% haben wir einen Anteil an erneuerbaren Energien. Besonders im Stromsektor stammen 45% aus erneuerbaren Quellen, im Wärmesektor sind es 15,6% und im Verkehrssektor erst 7,5%. Deutschland hat sich ehrgeizige Ziele für die Zukunft gesetzt. 35% der Energien sollen bereits 2020 aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Bis 2030 sind 50% angepeilt und bis 2050 sogar 80%. Im jetzigen Jahr haben wir schon einen beachtlichen Anteil von 51,8% erreicht. Diese Fortschritte sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiezukunft. Inwiefern mich das Ziel 7 betrifft, schauen wir uns jetzt an. Merdian, was hat das Ziel für Auswirkungen auf unsere Umwelt und somit auf uns? Sie reduzieren Treibhausgasemissionen und Luftschadstoffe, was den Klimawandel bekämpft und die Luftqualität verbessert. Fabian, wie beeinflusst das unsere Gesundheit? Weniger Luftverschmutzung bedeutet weniger Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Probleme, was die Lebensqualität verbessert. Gian, welche Rolle spielt saubere Energie für die wirtschaftliche Entwicklung? Saubere Energie ist entscheidend für die Industrialisierung, Arbeitsplatzbeschaffung und Wirtschaftswachstum, da sie zuverlässige und bezahlbare Energie liefert. Merdian, wie hilft nachhaltige Energie bei der Armutsminderung? Die verbessert den Zugang zu Elektrizität in ländlichen Gebieten und Entwicklungsländern, was Bildung und wirtschaftliche Chancen fördert. Gian, wie sichert nachhaltige Energie unsere Energieversorgung? Sie reduziert die Abhängigkeit von instabilen Energiequellen und stabilisiert langfristig die Energiepreise. Fabian, wie fördert saubere Energie soziale Gerechtigkeit? Sie bietet benachteiligten Gemeinschaften gleichen Zugang zu Energie, was soziale Ungleichheiten verringert. Jetzt sprechen wir darüber, was jeder Einzelne unternehmen kann, um einen positiven Beitrag zu leisten. Gian, was kann man im Alltag unternehmen, um energieeffizienter zu leben? Ein guter Anfang ist, energieeffiziente Geräte zu verwenden und immer daran zu denken, nicht benötigte Lichter auszuschalten. Auch das richtige Einstellen des Thermostats kann viel ausmachen und hilft, Heiz- und Kühlkosten zu senken. Das klingt sehr einfach umzusetzen. Merdian, wie sieht es mit den erneuerbaren Energien aus? Wenn möglich, sollte man in erneuerbare Energien wie Solar- oder Windenergie investieren. Solarpanels auf dem Dach oder ein Stromtarif aus erneuerbaren Quellen sind gute Optionen. Das sind sehr gute Ideen. Gian, gibt es noch andere Maßnahmen? Ja, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder Fahrgemeinschaften kann die persönliche CO2-Bilanz erheblich reduzieren. Alternativ sind auch das Fahrradfahren oder zu Fuß gehen umweltfreundliche Transportmittel. Das ist praktisch und gesund. Merdian, was rätst du beim Konsumverhalten? Es ist wichtig, auf nachhaltige Produkte zu achten. Das bedeutet energieeffiziente Haushaltsgeräte, LED-Lampen und ökologisch zertifizierte Produkte zu kaufen. Bildung und Bewusstsein spielen auch eine Rolle, oder? Definitiv. Informiere dich über Energiethemen und teile dein Wissen mit anderen. Ein Bewusstsein in der Gemeinschaft zu fördern, ist entscheidend. Abschließend noch an Merdian, was kann man denn politisch tun? Unterstütze politische Maßnahmen und Initiativen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Das kann durch Petitionen oder ehrenamtliche Arbeit geschehen. Abschließend bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr jetzt einen besseren Einblick in das Ziel 7 habt.